So, ich habe eine neue weitere Idee, wie wir den Boss angehen können. Und zwar werden wir ja von ihm gezwungen, die Tränke, die wir im Inventar haben, auszukippen. Aber wir müssen sie halt im Inventar haben. Das heißt, wenn wir jetzt ein paar von den Heiltränken, die wir wahrscheinlich eh nicht alle trinken können, einfach auf den Boden schmeißen. Und hopp. Oh. Das war die Pflanze. Oh, ich wollte eigentlich den wegschicken. Genau. Also wenn wir die Tränke auf den Boden schmeißen, dann müssten wir sie eigentlich dann, wenn er gerade nicht seinen Todes-, Selbstmord-, was weiß ich, Strahl wirft, den kurz aufheben können und trinken. Das klingt nach einem echt guten Plan. Also werfen wir jetzt einen Trank ablegen. Nicht alle ablegen, Gott verdammt. Bestimmte Menge ablegen. Eins. Trank der Heilung. Text wegklicken. Und da. Ablegen 1. So, 7 Tränke haben wir jetzt noch. Na gut, einen schmeißen wir hier noch hin. Ich denke nicht, dass wir 7 Tränke brauchen, bis wir in die Phase kommen, wo wir die Flaschen wegschmeißen. Eins. So. Okay, Pets lassen wir ganz. Denn sein Schuss wird reflektiert. Er hat einfach nichts, was er machen kann. Die sind keine kleinen Gegner und er mit seiner Zunge kann nichts anstellen. Feuerball wird ebenfalls reflektiert und Lebenspunkte absaugen kann er nicht. Also sind die alle nutzlos. Die Stäbe haben auch alle nichts gebracht. 200er Schwert. Besseres Schwert wäre echt geil. Aber das ist schon das bessere Schwert. Können wir noch Punkte verteilen? Oh, wir können noch Punkte auf Schwerter setzen für. Nee, kann man nicht. Ah, wir können mehr Konstitution haben. Das ist schon mal praktisch. Also haben wir jetzt ein Witzchen mehr Lebenspunkte. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, was ich drücken wollte, aber eigentlich wollte ich nicht Shift 2 drücken. Na gut, jetzt können wir wenigstens die Tränke oben nochmal abspeichern, falls ich nochmal laufen muss. Aber hier will ich echt nicht hin. Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre der Waffenhändler. Ob der vielleicht irgendwelche Zehnerschwerter hat, aber da hatten wir eigentlich schon geguckt. Na gut, heile mich nochmal. Jo, 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 jo. Und gehen wir den Weg halt nochmal. So, das Einzige, was wir uns jetzt noch wirklich besser vorbereiten könnten, wären grüne Essenzen. Die hatten wir gekauft, oder? Ja, stimmt, die hatten wir sogar schon gekauft. Ja, dann geht's echt nicht mehr besser. Wir haben jetzt Heiltränke auf dem Boden positioniert für die Phase, wo wir sie auskippen würden. Wir haben die Schriftrollen für mehr Nahkampfschaden. Wir haben die Tränke für mehr Nahkampfschaden. Alles super. Ich darf das Zaubern später noch nicht vergessen. Also F5 für die Zauberauswahl, richtig? Jo, also F5-3, F5-3, ja. Okay. 4 für Stärke und die Tränke sind weg. Warum zum Geier sind die Tränke weg? Das ist unfair. Ernsthaft. Bestimmte Abmengen ablegen. Ein. Und hier auch nochmal ein. Das ist sehr komisch. Aber na gut. Deaktivieren. So, Nahkampf, harte Babel. Trank. Trank. So, Schwert raus und rüber. Ja, sehr schön. Und dann geht zurück. Bleib schön auf der rechten Seite. Mentales Wrack. Nein. Das war jetzt einfach nur nachlässig. Ich meine, tief genug unten ist er ja. So. Ah, Zeit für den ersten Trank. So, Waffenmeisterschaft ist gleich weg. Flupp.
Obwohl die Schriftrollen, die Tränke sollten wir vielleicht auch bewahren für die letzte Phase. Die ist ja mit am anstrengendsten. Oh, ich sollte nicht einfach so stehen bleiben. Jo. Linke Seite diesmal, sagst du? Na gut. Hopp, hopp. Und Spoing, 635. Das läuft richtig gut. Ein Halt rein, bevor sie gleich alle ausgibt. Und zack, zack. Lebenspunkte sehen sehr gut aus. Seine sehen nicht so gut aus. Also für uns gut. Ich glaube, das wird diesmal was. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Nein, links. Es ist echt gut, dass wir kein Magier geworden sind. Als Magier hat man bestimmt die absolute Arschkarte hier. Wegen diesem Schweigen zum Beispiel. Da könnten wir gar nicht zaubern. Und selbst... Ah, jetzt fängt er an. Okay. Trink den Heiltrank noch. Voll. Okay, das waren die Heiltränke. Und das ist viel zu weit oben. Ja. Okay, dann halt F5, 3. Schweigen, ich kann nicht zaubern. Okay, hör auf mit deinem doofen Strahl. Hör auf mit deinem doofen Strahl. Den darfst du nicht ewig machen, genau. So. Also wir können zweimal zaubern. Das muss reichen. Nochmal. So. Sehr schön. Oh. Vier Schläge bei ihm mindestens noch. Und ich hätte gern fünf. Genau. Nahkampfmeisterschaft. Hallo. Mal gucken, ob er noch eine Phase ganz am Ende hat. F5, 3. Achso. Das habe ich vergessen. Und da sind ja noch Heiltränke. Ah! Okay, lassen wir das. Also ich habe vergessen, dass er die Tastaturen umdreht, also die Richtung. Das ist sehr nervig. So, Heilung. 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 Und nach links. Hey, dummes Ding, bleib stehen. Ah, Richtungsdreher. Kriege ich hin, kriege ich hin. Einfach alles genau andersrum machen. So. Sauber. Heilung. Und gleich haben wir ihn. Endlich. Hat ja auch lange genug gedauert bei dem... Was zur Hölle? Aber was passiert mit mir? Ich benutze den Heiligenschein, aber warum tat ich das? Verdammt, der Bastard war dem Tode nahe. Ich hätte den Heiligenschein liegen lassen sollen, ha? Huh? Du wurdest durch den überlegenen Geist von Neuron beeinflusst. Nun muss er sich von all seinen Wunden erholen. Lach du nur, Fusselball. Ich lasse das nicht noch einmal zu. Ja, sehr schön. Nee, warte. Das sollte ich ablegen vor dem Raum, vor dem Dingens. Wenn ich es hier ablege, komme ich hierhin ja nicht so leicht wieder zurück. Das ist ja... Also es ist zum einen natürlich cool gemacht. Zum anderen ist es tierisch nervig. Das sah gerade so gut aus. Na gut, also wir müssen jetzt auf Tränke, also Stärketränke und die Stärkerolle vollkommen verzichten. Das heißt, wir machen das ganz mit der Zauberkraft. Also wir können uns 14 Mal heilen, das war's. Weil die Tränke, die auf dem Boden lagen, sind jetzt bestimmt schon wieder weg. So. Flop, flop. So, und hier werfe ich den Heiligenschein jetzt auf den Boden. Moment mal, der despawnt doch bestimmt. Bank. Genau, sicher, sicher. Zack. Wo ist der Heiligenschein? Da. Ablegen. Plattenrüstung, giftige Stachel. Irgendwas Interessantes noch? Nö, nicht wirklich.
Goodie, also Shift 1 funktioniert nicht mehr. Nee. Ich wollte die Sache eigentlich aufheben, ich wollte aus der Tür raus. Ablegen, ablegen, so. Jetzt muss ich von hier aus wieder zurück zum Torsystem. Und von da aus zurück zum Neuron. Ja, beißt mich ruhig alles, okay. Zack. Oh, Edelsteine kommen ruhig immer mit. Wir haben schließlich nicht besonders viel Geld zurzeit. Hops. Oh, Fledermäuse. Heiltränke auf Beinen. Oder Flügeln. Oh. So. Zack. Und zack. Und zack. Sind wir überhaupt richtig? Oh. Hallo, Zoran. Und jetzt droppen dieser Tür da rein, ist klar. Aber ist die falsche Ecke. Also hier rum, darum. Ich glaube jetzt nach links. Jo. Giolimo. So, gespeichert. Und jetzt bist du dran, Dover Neuron. So, so. Mal gucken, ob er jetzt angeschlagen ist oder ob er voll hochgeheilt ist. Ich denke mal eher voll hochgeheilt. Ah, was soll's, jetzt kriegen wir hin. Ah, ja. Genau, euch ignorieren wir einfach, wir laufen durch euch durch, dann seht ihr viel zu langsam. Genau. So. Warte mal, ich leg mal den Zauber lieber auf. Heilung, Schnelltaste. Schnelltaste 4. So. Ist dann ein wenig übersichtlicher und ich muss nicht so viele Tasten drücken. So, müssen wir die jetzt wieder aktivieren? Jo. Und er ist voll hochgeheilt. Okay, wir setzen mal auf rechts. Und der geht nach links. Na gut. Noch ist das kein Problem, auch wenn er ganz schön hoch ist. Jo, der Treffer. Heilung. Na, das zählt als links, oder? Gucken wir mal. Ich glaube, ich rutsche einfach ganz durch. Sehr schön. Weiter rechts. Ja, ist klar. Ist ja auch kein bisschen hoch oder so. Ne, das kriege ich nicht hin. Gut, dann warten wir einfach. Heilen uns ein, zwei Mal, dann ist gut. Lalala. Kannst ruhig aufhören. So viele Sensen haben wir nicht mehr. Komm schon. Okay, links, hm? Und hopp. Wir machen ganz schön wenig Schaden. Aha. Also ich muss gestehen, das sieht nicht sehr gut aus. Ich glaube, uns gehen die grünen Essenzen gleich aus. Und der positioniert sich auch immer total beschissen. Da kann ich dich nicht treffen. Ja, nee, hat sich nichts geändert. Ich will jetzt nicht meine Essenzen in dieser Phase schon verballern. Komm weg hier. Das ist doof. Das ist echt doof. Was machen wir jetzt? Wir brauchen Essenzen. Und zwar grüne. Das heißt, wir können entweder die Insekten farmen gehen oder wir farmen Geld. Oder wir sterben. Nee, sterben will ich nicht. Okay. Wir gehen jetzt.
Wir finden jetzt erstmal einen Teleporter, den wir noch haben, der näher dran ist am... Oh. Am Leuchtekristall-Ding. Koch ist es schon mal nicht. Und wir sind echt gleich tot.